bin aufgebrochen, um Dinge zu sehen und Menschen zu erleben und Gegenden zu erleben, die mich so fassungslos machen. Wenn es mal richtig schwierig ist, dann sprechen wir uns Mut zu. Wir machen diese Reise wirklich gemeinsam, die Honda und ich. Oh, fuck it! Ah! Oh, ist das anstrengend, Leute. Das ist der schlimmste Tag, den man hätte für eine Passüberquerung nutzen können. Ich stürze da ständig wieder. Ich rutsche einfach weg in der Rille. Alter Schwede! It's hurt when you... Yes. Oh Mann, mein armer Fuß. Nicht ganz easy, so eine Reise. Ich bin ja nicht losgefahren, um mir zu beweisen, dass ich ohne fremde Unterstützung irgendwas schaffe, sondern ich bin vielleicht auch losgefahren, um zu spüren, dass die Welt in Ordnung ist und dass die Menschen gut sind. Oh, wei. Das Motorrad ist nicht geeignet, um nachts zu fahren. Ich bin so gerne unterwegs. Eigentlich möchte ich nicht zurück. Es wird schwierig, ich sag's euch. Man kann eigentlich nicht nach Hause fahren, weil dann am nächsten Morgen stehe ich am Motorrad und will wieder losfahren. So ist es. Seit 3 Monaten fast bin ich immer in der Wüste unterwegs gewesen oder in den Bergen. Und jetzt ist endlich mal ein Meer und ich kann nicht rein. Ich will nicht Kopftuch tragen. Ja, ich auch nicht. Freiheit finde ich schöner, ja, ja, wenn man das auswählen kann. Ja. Ich komme von weit her und an das Alltagsleben in Deutschland muss ich mich erst vorsichtig rantasten. Wir sind bis China gekommen. Juhu! Ich habe damit nicht gerechnet, das ist ja irre. Der Aufbruch ist das Schwierigste. Das Unterwegssein ist leicht und schön.